Hallo Kinder, heute mal ein neues Buch. Der Superwurm. Dieser Superwurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld, ist der tollste Wurm der Welt. Der Schrei bei einer Krötenschar, ihr Krötenkind ist in Gefahr. Wer ist in dieser Not zur Stelle? Der Superwurm, der Superschnelle. Die Bienen fliegen ohne Eile, sie haben heute Langeweile. Kennt denn niemand neue Spiele? Ha, der Superwurm kennt ziemlich viele. Ein Käfer fällt ins Wasser rein, wird das wohl sein Ende sein? Kein Problem, wir brauchen nur, ihr wisst es schon, Superwurm als Angelschnur. Zwischen Gräsern hinter Hecken singen Käfer, Bienen, Schnecken, glücklich wie noch nie zuvor, mit den Kröten laut im Chor. Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld, ist der tollste Wurm der Welt. Der Wind trägt den Gesang weit fort, zur bösen Echse Wort für Wort. Und sie sagt zu ihrem Raben, hol den Wurm, den muss ich haben. Der Rabendiener dieser Schuft schnappt den Wurm weg, sich aus der Luft. Die Tiere kriegen einen Schreck, ihr Superheld fliegt einfach weg. Die böse Echse zischt und lacht, du Wurm, du bist jetzt in meiner Macht und gräbst nach Schätzen in der Erde, damit ich noch viel reicher werde. Mit dieser Zauberblume hier fängt die Echse jedes Tier. Superwurm will ganz schnell fliehen, doch der Zauber hindert ihn. Viele Tage buddelt er und findet leider nicht viel mehr als Bonbons, Knöpfe, Steine. Ja, wo sind sie denn, die Steine? Da, hier oben sind Steine. Aber Schätze gibt es keine. Die fiese Echse ärgert sich. Du dummer Wurm, ich warne dich. Schätze will ich, keine Gabel, sonst landest du im Rabenschnabel. Von dem Krächzen in der Nacht sind die Tiere aufgewacht. Die Rabenstimme hoch im Baum ruft schaurig wie im schlimmsten Traum. Dieser Wurm ist lang und länger, ein fetter, super Köstlichkeitsschmecker. Das beste Frühstück auf der Welt ist Superwurm, der Superheld. Los, wir helfen, ist doch klar, der Superwurm ist in Gefahr. Wir denken uns ganz schnell was aus und bringen ihn zurück nach Haus. Sie brechen auf, gehen weit, weit weg, mit frischem Honig im Gepäck. Sie kriechen, krabbeln, hüpfen, fliegen und sehen die Echse schlafend liegen. Die Zauberblume wird gefressen, die Zauberei ist schnell vergessen. Die Raupen schleppen Blätter an, die Spinne spinnt so schnell sie kann. Mal sehen, was jetzt passiert. Oh, das Netz ist stark und hält was aus. Wer einmal drin ist, kommt nicht raus. Die Echse windet sich und wird wach. An mir klebt Honig, widerlich. Dies Netz ist schwer, doch leicht genug für einen kleinen Echsenflug. Mal sehen, was jetzt mit der Echse passiert. Ach, herrje, wo landet die denn jetzt? Krach, Geschepper und Gebrüll, die Echse landet ja im Müll. Doch was ist das? Man hört es schon. Von unten kommt ein dumpfer Ton. Die Erde bebt und dann hurra. Hey, der Superwurm ist wieder da.
Er kann schaukeln, er kann viel, er macht mit bei jedem Spiel. Er ist ein Gürtel, er ist ein Hut, er kann alles super gut. Zwischen Gräsern, hinter Hecken, singen Käfer, Bienen, Schnecken, wieder glücklich wie zuvor, mit den Kröten laut im Chor. Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld, ist der tollste Wurm der Welt. Das war ein Buch heute und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und vor allem wiedersehen. Liebe Grüße, eure Annette Günther.